Tag 5 der Rennsteigwanderung. An dem Tag liefen wir 22,7 Kilometer, sind in der Nähe von Bahnhof Rennsteighöhe gestartet, liefen über die Ortschaften Altona und Neustadt und haben in der Nähe kurz vor Masserberg unser Zeltlager aufgeschlagen. So, jetzt Videostart kommt. Naja, guten Morgen. Tag 5 von dieser Scheißdreckswanderung beginnt heute. Heute Nacht keine Tiere gehört. Voll scheiße. es ist schon nach 9 Uhr. Echt? Ja. Nach 9? Ja. Scheiße. Ich glaube, wir schaffen das nicht bis zum Ende. Keine Ahnung, vielleicht bis nach Neuhaus. Am Rennweg oder wie das heißt. Da gibt's dann den Bahnhof. Und vielleicht laufen wir bis dahin. So, jetzt gleich hier sachtes zusammenpacken. Schon wieder Zähne waschen. Und danach Wanderungsstart kommt. So, jetzt Wurfzelt schon wieder zusammenbauen. So, ich habe mein Wurfzelt zusammengebaut. Guck mal, wir haben schon wieder hier Müll produziert. Mit ein paar leeren Bierflaschen drin sogar. Jetzt wird mich diese Tüte schon wieder ganz viel nerven. Und die bleibt so lange bestehen, bis diese Tüte hier schon wieder aufreißt und diese ganzen Bierflaschen auf den Boden fallen. Oh Scheiße, es ist kurz nach 11. Jetzt Wanderung Tag 5 Start kommt. Weil ich heute Morgen beim Packen mich ein bisschen hingehockt habe und ich kurz davor war, einen Warnkrampf zu bekommen, werde ich darauf erstmal jetzt ein Magnesium fressen. erstmal einen guten Morgen Bier trinken. Ne, hier ist eine Schutzhütte. Mit wie heißt das doch mal? Hier mit so einer Dose oder was das ist, wo man Gästebriefe reinpacken kann. Ich glaube, ich hinterlasse mal eine Nachricht, damit Leute, die sich diese Postkasten da anschauen, vielleicht auf meinen verdreckten Scheißkanal draufkommen. Ne, das hier habe ich geschrieben. Und ich bin sehr gespannt drauf, ob hier entweder irgendwelche Wanderer oder hier dieser Briefkastenbesitzer oder so das hier liest und dann mal den ganzen verdreckten Scheißvideos anschaut. Da bin ich sehr gespannt drauf. Erstmal rein damit. Ne, wir haben hier einen Scheißmülleimer endlich gefunden. Und diese Billigtüte, wo ich gedacht habe, dass diese wie gestern diese ganzen Bierflaschen von der Tüte rausfallen. Der hat gehalten, der ist nicht kaputt gegangen. Das ist voll cool. Jetzt bringe ich das Ganze zu diesem verdreckten, scheiß widerlichen, vollgekotzten Mülleimer. Oh, jetzt geh doch mal rein. So. Endlich ist dieser ganze Scheißmüll weg. Das ist viel einfacher, dann den Scheißwagen zu schieben. Ohne diesen Müllsack. Ne? Hier. Ein richtig geiler Berg. Mit Stein und sowas. Und da jetzt hochlaufen. Bis da ganz oben hin irgendwo. Ne, jetzt erstmal zu gefräsen. Hier so ein Mais-Texas-Mix. Mit Milchbrötchen und Thunfisch fressen. So, wir haben oft gefressen und jetzt weiter zu gelaufen. Guck mal, da drüben ist schon wieder so ein Vollhochberg, wo wir dann mit unseren Wagen da hochfahren werden. Oh Scheiße, das hier sind unsere beiden letzten Biere. Darauf erstmal ein Bier trinken. Und darauf hoffen, dass die nächste Ortschaft, ich glaube Neustadt am Rennsteig oder so heißt die,
Ich hoffe zutiefst, dass diese Ortschaft groß genug ist und dass man da Bier kaufen kann. Ne, guck mal da. Voll cool, Wiesenlandschaft. Voll cool, Wiesenlandschaft. Ne, wir sind jetzt gerade in dieser Ortschaft angekommen. Ich glaube Neustadt am Rennsteig oder so heißt das. Und wir haben hier diesen verschmierten Nahkauf gefunden. In diesen verschmierten Nahkauf werden wir erstmal Bier und noch ein paar mehr Sachen kaufen. Und Einweggrill und sowas, falls die das haben. Ne, wir haben eingekauft. Kumpel kommt dann nochmal in diesen Laden rein und kauft dann Einweggrill und noch mehr Sachen, damit wir später hier, guck mal, zum Beispiel dieses Fleisch hier braten können. Und darauf stoßen wir dann nochmal auf so einen Tüski an. Haben wir schon lange nicht mehr getrunken. Hier, erstmal ein Bier trinken. Oh Scheiße. Hier, scheiß Arschloch, Wurzel und Steine. Für meinen Scheißwagen. Ui. Oh Scheiße. Nachdem wir diese verdreckten, räudigen Wurzel hochgelaufen sind mit diesem Scheißwagen, sitzt hier auch noch so ein Baum im Weg. Jetzt muss man da runterlaufen. Komm. Oi. Das war voller Scheißbaum. Der Baum war voll räudig gewesen. Oh, diese Wurzeln, die waren so räudig gewesen, dass wir jetzt diese Straße laufen. Ne, erstmal erstmal ein Bier trinken. Ne, das hier, das sieht auch voll schick aus, wie das da runter geht und sowas. Naja, oh Scheiße, schon wieder so ein räudiger Weg. Da kommt man voll schlecht, ist sowas von schwer mit diesem Scheißwagen hoch. Mein Wagen ist voller Bier. Das ist voll scheiße, da hochzulaufen. Und wir haben ein bisschen Zeitdruck auch noch. Ne, dieser Anstieg hier, der war so räudig gewesen, dass ich hier eine Bremsspur hinterlassen habe. Weil wegen diesem räudigen Weg hier mit diesen ganzen vielen Wurzeln und Steinen und sowas, ist mein Rad kaputt gegangen. Der ist jedes Mal hier am rausfallen, dieser Gummi. Das ist voll scheiße. Hier vorne ist noch ein räudiger Scheißweg mit ganz vielen Wurzeln und Steinen dran. Der mein Rad noch viel kaputter macht, als es schon ist. Voll scheiße, voll räudig. Aber da muss man durch. Wir haben unseren Platz gefunden, so ein Wildcamp-Zeltplatz. Und wollten zum ersten Mal bevor das dunkel wird, den Zelt aufbauen. Und dann gleich hier Fleisch braten, grillen und sowas. Das wird voll cool, voll entspannt. Und noch mit Bier trinken und sowas. Ne, erstmal schon wieder mit ganz viel Mühen Wurfzelt aufbauen. Ich habe mit ganz viel Mühen mein Wurfzelt aufgebaut. So, hier, Zelt ist aufgebaut. Meine ganzen Sachen sind da drin. Also fast alle, außer die ich jetzt draußen habe. Wie mein Killerporker und diese Kühltasche, wo das ganze Bier und so weiter drin ist. Und hier Grillsachen, damit wir gleich hier Fleisch grillen können. Das wird voll cool gleich. Unser Abendfressen. Und langsam kommt Dunkle. Die Sonne geht langsam runter. Ne, wir haben gerade diesen Einweggrill hier angezündet. Und jetzt brennt das langsam. Und gleich kohlt das, nachdem das gebrannt hat. So, und darauf, dass es jetzt langsam brennt, erstmal ein Bier trinken. Ne, wir sind gerade hier am Fleisch und Würstchen grillen. Ein richtiger voll cool Abendbrot. Mit ein bisschen Jägermeister trinken. Und ich habe hier noch ganz viel Bier drin. Da haben wir auch noch noch mehr Grillfleisch zum Fressen. Damit wir dann diesen Grillfleisch noch mehr fressen können.
Das sieht voll cool aus. Gleich ist erste Fressen fertig. Und hier, Kartoffelsalat haben wir auch dabei. Ne, Fressen ist fertig. Jetzt zu gefressen. Das finde ich voll cool, ich mag das. Und jetzt zweite Fressen machen. Für den zweiten Teller. Damit wir endlich stark und fett werden. Deswegen machen wir zwei Teller. Bevor wir einen zweiten Teller aufmachen. Bevor wir einen zweiten Teller fressen. Erstmal ein Bier trinken. Ne, zweite Fressen ist fertig. Fleisch braucht noch ein paar Minuten, aber bevor Fleisch komplett fertig ist, erstmal schon mit Fressen anfangen. Mit diesen anderen Fressen. Hier die Würstchen und hier gegrillte Baguettes. Kräuterbaguettes sind das, glaube ich. Und hier so eine Tomatensoße und Kartoffelsalat ist drauf. Nee, wir haben eben gerade oft gefressen. Und wir haben eben gerade auch Bier getrunken und ein bisschen Jägermeister. Das war voll cool. Aber jetzt ist hier Tag 5 vorbei leider. Diese voll cool Zeit. Die ging viel zu schnell rum. Morgen ist Tag 6, also letzter Tag. Und morgen kommt auch Rückfahrt. Aber jetzt darauf erstmal hier ein Einpennen. Gute Nacht.